Hallo liebe Leute, willkommen zurück bei Firewatch. Grausig gemeinsam durchgewatcht. Ja, es sind wieder ein paar Wochen vergangen. Der Qualm ist über uns herum. Und unsere geliebte Boss-Freundin Delilah verhält sich merkwürdig. Als ob sie wüsste, dass wir beobachtet oder abgehört werden. Und jetzt sollen wir halt zu einem Ort gehen, die sie uns ganz geheim mitgeteilt Ja, hat. ich wollte gerade sagen, also jeder, der zuhört und nicht völlig blöde ist, Ja, hat auch was? verstanden, was gerade Sache Guck ist. mal, Na gut, was wir heißt, sie haben tut so, als ob wir, also sie verhält sich so, als ob wir abgehört werden. Wir haben ja letzte Folge mitbekommen, dass wir ganz eindeutig abgehört werden. Weil uns jemand in die Unterhaltung hustete. Ja. Der gute Rainier's Classic Roast Coffee. Du konntest das Flapjack Fire noch angucken. Und besprechen mit ihr. Irgendwo da links war es. Da. Whoa, the Flapjack Fire isn't going anywhere, huh? No, that's why those guys came out to burn that line. It's at the stage where all we can do is pay attention to it. They're not gonna try to put it out? Not yet, apparently. So, ja, den Wedding Ring, den behalten. Lassen wir jetzt mal hier. What the fuck difference a day makes? Holy hell, I don't even know where to begin. It's late past midnight and I'm going to write down everything that happened today as fast as I can. I went down to the lake and found a clipboard and walkie-talkie and I don't know how to describe this. I don't know what to say other than someone is listening to Lila and I. I know that sounds crazy, but someone is out here listening to us and attacked me. They are taking notes about our conversations. We think there might some sort of study going on. Like maybe we're given these jobs not just to look for fires, but to be part of a behavioral study or something. Fuck. I know this all sounds insane. This is insane. I don't know how to explain any of it. Delilah definitely heard someone in our walkie-talkies too. It wasn't just me. I'm rambling here. Hers. She heard someone too. I tried calling her a couple of times tonight. But we don't want to talk on this anymore. I don't know what we are going to do. Ich habe versucht, sie anzurufen, aber wir wollen nicht mehr hierüber sprechen, was sie auch klar und deutlich so kommuniziert hat. Don't tweet on me. Ja, und außerdem ist unsere Schildkröte immer noch weg. Ja. Die hat so schön gegrinst. Turd Reynolds ist ausgezogen, um Ja. eigene Abenteuer zu erleben. Rauche ich. Das ist bestimmt gesund. Ja, auf jeden Fall. Konntest du dieses Fenster niemals dicht machen, ne? Nö. Egal. Wups. Dann machen wir jetzt uns einen schönen Nachmittag und gehen mal wieder zu der Stelle, wo wir bereits einmal waren. Ja. Toll, toll, toll. Ich will mal kurz gucken, ist irgendwas bei der Hütte? Ich erwarte irgendwie, dass da irgendwas auf einmal ganz böses drin liegt. Der Baseball! Er ist wieder da. Es wurde einfach alles zurückgesetzt. Ich wette, Die Schildkröte ist wenn man wieder. jetzt da hingehen würde, wäre Turd Reynolds da. Ja, wahrscheinlich. Wollen wir Turd Reynolds abholen? Okay, das sieht ein bisschen merkwürdig aus, wenn man mit Baseball rennt. Nein, wollen wir nicht. Nicht? Das dauert zu lange. Oh, aber es ist Turd Reynolds. Ja, aber Turd Reynolds will offenbar in die Freiheit. Du hast schon einen Baseball gefangen. Baseball noch? Ja! Mach! Du bist Zeug. Nun, guck mal, sogar der. Guck mal, er will weg. Ich habe das Gefühl, dieser Turm hat leichte Schieflage. Okay! Ja! Es ist ein normales Verhalten für einen Ball. Das ist vollkommen Ich natürlich. möchte mal anlassen. Jetzt Oh, war er auch. Jetzt war er Bruder! so. Er hat mich ertappt. Ich bin gar kein echter Ball. Ich bin eine Schildkröte. Und die verlassen sich bei der Physik darauf, dass das Feuer nach ihren Eindämmungsmöglichkeiten Guck, funktioniert. man muss einfach da rein und jetzt wieder. Und. Nee. Oh. Okay, das. Aber eben hast du ja mal mit sehr viel Schwung geworfen, muss man Ja. sagen. Egal, wir haben einen Baseball gefangen. Das ist jetzt unser neues Haustier. Wenn halt Turd Reynolds nicht will, wenn der lieber in Freiheit leben will, als statt bei uns in den schönen Karton, dann ist das halt so. Aber der Baseball bleibt jetzt bei uns. Das ist unser neues Haustier.
So, wo zur Hölle muss ich eigentlich hin? Okay, wir müssen ja einmal runter. Ja, wir können ja auch offenbar einfach durch den Fluss durchlatschen. Ja. So stehen wir jetzt hier runter. Fluss. Bin ich hier richtig? Ja, ja, bestimmt. Boah, ja, ist okay. So, wir müssen uns beeilen. Dann schließlich stimmt der Wort nicht. Noch richtig. Natürlich stimmt der Wort nicht und die Männer in Schwarz beobachten uns. Oder irgendwie so. Und überall ist es qualmig. Wir steuern auf das Flapjack Fire zu. Das ist bestimmt gut. Hui. Meine Güte. So. Oh. Jump. Das ist fußhoch, das Wasser. Oh, das Buch! Guck mal, das Buch liegt da draußen. Da war ja auch kein Patch dazwischen. Okay. Hier sollten wir hin. Was ist denn nur los? Bei Layers of 4 wird unser Spielstand weggepatcht. In Firewatch wird uns unsere Schildkröte weggepatcht. Ja genau, was soll das? Auch unsere Schildkröte. Mano. Hm. Ja, da lang. Vorbei am großen Baum. Das ist auch jetzt die Und Speicher. Punkt. Yep. Das ist hier diese peitschende Eiche aus Harry Potter. So, wie der Baum hier ist nochmal. Hallo, Baum. Hallöchen, Baum. Du hast deinen kleinen Chi immer noch, das ist schön. Oh, das Cottonwood Krieg. Ja, was sollen wir jetzt hier? Krieg! Krieg, Krieg! Ja, ja. Ach, das ist Cottonwood. Das, was hier immer runterfällt. Die Samen. Die Leila. Wir sind jetzt da. Welchen Ort hier hast du denn genau gemeint? Die Blümchen hier? Aha. I'm here at Cottonwood Creek. You see the cash box there? Must be around here somewhere. It is. Find it and open it. I changed the code. It's 5678. Are you kidding me? I was in a rush. 5678. Sie hat den Code geändert. Das heißt, sie war hier dran. Was? Das heißt also, sie ist ja eigentlich da oben. Ja. Sie ist den gesamten Weg hier runter marschiert, an unserem Posten vorbei, hier nach unten und dort das Ding. Sie hätte auch zum Beispiel das da nehmen können, direkt neben unserer Hütte. Oder das. Ich weiß nicht, ob sie das durchdacht haben. Oder ob das jetzt so Videospiel ist. Sie kann von ihrem Turm aus die Schlösser ändern. Ach, das ist ja. Nun. Okay, found the cash box. Great, open it. Ich verstehe ihren Plan nicht. Mal gucken. New Radio. Naja, das habe ich mir gedacht, aber so von dem Fosis. Blop. I've got it now. Good. I spent all day getting you that radio. I hiked to a cash box, lied to a ranger, lied to another ranger, and hopefully you are now holding a clean, untapped radio. Hopefully. Holy fuck, Henry, we have to get into that site. Whatever these people are doing is illegal, right? Are you okay? Are you okay? I don't know, Henry. People have been listening to us all summer. How is this actually happening? I don't know. None of it makes any sense. This is all in my head. I just changed clothes laying on the floor. Who is doing this? I don't know who could be watching. Okay, that's the Frage, bisschen doof. Aber egal. I don't know who could be doing this. Henry, I've been at this job off and on for 13 years. Sometimes here, sometimes over near Jackson, a couple times down in Wind River. And nothing like this has ever happened before. Ciao.
Wir sind halt ein Glücksbringer, ne? Hm. Are there any other lookouts this is happening to? Someone else in on this? Anyone? This is just happening to us. Everyone else is fine. Are you sure? Yes. I've tried to bring it up to Chimney Rock, Elk's Fork, and Beartooth Lookout, and every one of them got confused. Asked me if I'm okay and if I need to be relieved. Our fucking state coordinator asked if I was just having lady troubles. So no, this isn't happening to anyone else, and I'm done asking. Am I just making all of this up? I mean, the eavesdropping, the spying, is this... Fuck, are you... Is any of this real? What? Are you serious? Maybe I'm just losing my mind. What? Julia, maybe it's happening to me, and I'm imagining that I have a boss out here and that we're being spied on. Henry. Maybe there was something in the water or our das gut ist, dass wir das gerade sagen. Underneath some power lines and you, Delilah, you're not real. Henry, think about her. If what happened to her were happening to you, you wouldn't even be able to realize it. Okay. Henry, sweetie, I am real and this is happening. I'm as real as the sky is blue. Take a second and then call me back. I'm on your side. Ein bisschen Angst, dass sie uns am Ende nicht mehr vertraut, weil sie uns für völlig wahnsinnig hält. Okay, I'm all right. I'm headed towards the site. Good. Keep your head up. Bin ich doch richtig? Ich glaube, ich bin zu weit gelaufen. Ja. Ja. War das gerade Wolfsgeheul? Mhm. Ja, das ist beruhigend. Beruhigend. Oh Gott, ich verpiss mich hier sowas von. Aber muss es doch mal ansprechen. Ja, aber ich hätte es jetzt, glaube ich, nicht gesagt. Immerhin ja, wissen schon mal, sie beruhigt uns gleich und ist auf unserer Seite und ist lieb und nett. Und so. Gut, dass wir über diese Steine gesprungen sind. Ja. Ich meine, wer noch mehr Beweise braucht, dass hier was Übernatürliches am Werk ist, der muss sich nur den Baseball angucken. Ja. I just thought of something not great. Und das wäre? What is it? I filed a report that said that neither of us ever talked to or saw those girls, the ones that went missing a few weeks back. So einfach nur, oh shit. Oh, ja, was bedeutet ist. My thoughts exactly. Our radios were tapped. And now someone probably has a transcript of that entire conversation. And I've filed a report that's a blatant lie. Oh, and those girls are still missing. Yep. Fuck, Delilah. Fuck indeed. We really need to get to the bottom of this. Okay. Wir müssen zur Wapiti Station. Ja. So, Küsse See, würde ich wieder sagen, aber hier lang, einmal durch den Oder wollen wir den Weg hier nehmen zu. Nee, durch den Canyon da, also geradeaus und dann da lang. Immer hier den Canyon lang, ne? Boah, ich mag den Canyon. Achso, ja, stimmt, so gehen wir einen Umweg, hast recht, eigentlich ist das andere kürzer. Ich glaube von Wegstrecke her ist es vollkommen egal. Ja. Da guckst du, müssen wir jetzt halt jetzt hier und dann. Naja, nee, ich meine dann darüber. Weil jetzt, wenn wir gerade auslaufen, gehen wir ja wirklich diesen. Achso, jetzt gehen wir durch die Höhle. Ja. Achso, den anderen Weg. Ja, also links und dann. Ja, stimmt, hast recht. Gut, also hier irgendwie lang. Was geht hier vor sich? Was soll das alles? Geht das richtig? Nee. Oh, ich laufe gerade falsche Richtung. Ja. Da so. Und jetzt links.
Da lang. Ja, dann kommen wir da so. Und wenn wir jetzt gerade auslaufen, müssen wir ziemlich straight auf den Weg kommen. Glaube ich. Das gibt es jetzt nicht. Ja, und jetzt ein bisschen rechts. Ein bisschen rechts, ja. Aber jetzt sind wir richtig. Ach, guck mal. Gab es hier nicht irgendwo noch eine Stelle, wo man das eine Gebüsch kaputt hauen konnte? Ja. Naja, es ist da, wo du runterdroppen kannst. Da können wir jetzt halt lang. Vorher konnten wir diese Abkürzung nicht nehmen. Stimmt, ja. Wie wir jetzt gehen. Ach, stimmt. Aber jetzt können wir sie kaputt droppen. Kaputt droppen? Kaputt hacken. Jetzt bin ich schon wieder falsch. Du bist aber in der Nähe. Ja? Jetzt rechts. Jetzt rechts. So, und jetzt können wir das kaputt hacken. Sonst droppen wir hier runter. Stimmt, deswegen. Ja. So. Weg mit dir! Weg mit dir! So. Sehr schön. Jetzt einfach mal hier runter gehen. Schönen Sonnenuntergang. Drop it down! Ja, natürlich! Boah! Das hätte jetzt jeden normalen Menschen. Au! Hier. Wenn sie das erste Mal sieht, dann sehen wir aus wie so ein völlig Wahnsinniger mit lauter Blutstriemen im Gesicht. Ja. Jumpy. Ja, drop doch runter. Nee, das ist jetzt zu hoch. Da müssen wir jetzt uns runterrebeln. So. Rebel. Na gut, das ist schon nochmal höher. Ein bisschen, ja. Aber hätte er auch locker runterdroppen können. Ja, ist auch Wasser hier. Ja, deswegen. Also das bremst den Sturz. So. Wie wir gemerkt haben, nimmt dieses Spiel Physik ja nicht so richtig ernst. Doch, total. Die Baseballphysik ist hier der oberste Knallerhammer und so. Oh, Baseball wäre so lustig. Ich würde diesen Sport sofort gucken, wenn es mit einem ferngesteuerten Ball sein würde. Da haben wir schon fast Quidditch. Ja. Die Fänger jagen den Ball hinterher. Und einer steuert den Ball jeweils vom gegnerischen Team. Wäre witzig. Es geht nicht darum, ob einer einen Homerun macht oder wie viele er macht, bis der Ball gefangen wurde. Genau. So. La 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 la. Wo laufen sie denn? Wo laufen sie denn hin? So. War PT Station. Gleich sind wir da. Vielleicht bauen sie da ja auch ein Infestation Pit. Nein, das glaube ich nicht. Nein, nein. Zerg, glaube ich, gibt's sie nicht. Ist auch, glaube ich, besser so. Stell dir vor, wir erstmal mit Zerg. Wäre ziemlich eklig. Wäre ein ganz anderes Spiel. Das wäre ein ziemlich krasses Horror-Gang, glaube ich. Wenn auch immer die durch den Wald dann über sind, so kleine Zergling, die einen jagen. Bis man Overlord sieht, dann lacht man wieder. Oh mein Gott, was zur Hölle ist das? Warum schwebt es über mich und. Ha. Wie sieht's putzig aus? Fans. So, Fans. So, Fans, jetzt hast du keine Defense mehr. Da sind wir wieder. So treffen wir uns wieder. I'm busting the gate down. There's nobody around and it's the quickest way in. Copy that. Na dann. Ja. Oh yeah. Smashed open the gate. Should I try to fix or hide this? No, screw it. Okay then. Okay, wird gesagt, wir sind screwen. Wobbity. Oh. Huh. Au. Au. What the fuck? Erstmal lesen. If you are trying to reach Dr. Simmons, he is on the side from August 15, October 15. University-owned equipment is the responsibility of Dr. Josen. Government-owned equipment is under the purview of Cat Ferdinand. Remember, this is a controlled area and any issues, malfunctions or violations should be reported immediately. Immediately. Ja, immediately heißt... Achso, na. Okay. Is that it? Yeah. Did it hurt? Yes, kind of. Okay, I'm sorry.
Wir wollten halt mit dir unterhalten. Ja. Aber immediat. Kannst du das immer dunkler machen? Ja. Ach, von hier aus können wir hier einen Turm sehen. Aber immediately heißt bei uns in der nächsten Folge. Also für euch auf der Stelle übermorgen oder morgen. Genau. Und ja, dann kommen wir der ganzen Sache wahrscheinlich jetzt bald auf den Grund. Genau. Und mal sehen, was da so an Auflösungen passiert. Genau, ob die Men in Black dahinter sind oder Area 51 oder irgendein verrückter Wissenschaftler oder die Zerg. Mal sehen, wer dahinter steckt. Oder vielleicht ist doch alles nur in unserem Kopf und wir sind eigentlich nur irgend so ein kranker Psychopath, der mit einer Axt jetzt nackt durch den Wald rennt und jeden angreift, der ihm irgendwie in die Quere kommt und diesen abschlachtet. Ja. Könnte auch sein. Gut, bis zum nächsten Mal. Euer Ramen. Und euer Gauton. Ciao. Ciao.